Ich glaube, langsam glauben mir die Leute nicht mehr, dass das alles spontan ist, ne? Sei mal ehrlich, was ist gerade passiert? Wir gehen geradeaus, auf einmal spricht sie uns an und will eine Zigarette. Dich aus wie ein Raucher? Gar nicht. Bruder, dich sehe ich jeden Tag, hast du kein Zuhause. Hey, du gönn gönn Adam, ja? Sie spricht leider kein Deutsch, sie spricht nur Türkisch. Natürlich wisst ihr, mein Türkisch ist ausgezeichnet. Merhaba. Merhaba. Adınız ne? Julia. 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 Julia? Julia. Onun kız arkadaşı adı Julia. Biliyorum. Tanıyordun mu kız? Burada çalışıyordu. Bruder, valla, sie sagt gerade auf Ernst, dass deine einfach eine Prostituierte ist, ne? Ich meinte, deine Freundin heißt Julia und sie meinte, ich kenne sie, sie arbeitet hier. Ich klatsche jetzt gleich. Bruder, war das lieber auf den ersten Blick oder was? Wow. Bruder, ich habe noch nie jemanden gesehen, der mich so angeguckt hat. Ich schwöre auf alles. Merhaba teyze. İyi misin teyze? Bulgar mı? Ben de Bulgarım. Gel. Kubriga? Teyze, schäm dich nicht. Ja, Bruder, halbe Stunde irgendwie überredet. Wir sind ja nicht aus Hamburg. Seni istersen biraz burada Steinname göster. Geh, öne gidelim. Also, wir haben jetzt leider auch nicht das Gimbal mit. Das heißt, wenn das jetzt irgendwie wackelt oder so, dann ist es leider nicht meine Schuld, sondern die Schuld des Kameramannes. Julia, sen ne iş görüyorsun? Burada çalışıyorum ben, sokakta. Tam burada. Arka tarafta. Ne iş görüyorsun mesela? Sokakta seks yapıyorum. Hmm, tamam. Okay, bir çevireyim. Also, sie ist quasi auf der Straße tätig und macht quasi Dienstleistungen für Geld. Oder ich habe das noch nie so werbefreundlich beschrieben. Saat kaç başlıyorsun? Wie viel Uhr fängst du an? Belli olmuyor. 5. Sabah. Akşam. 17 Uhr? Ja. Bis 6 Uhr morgens? Ja. Und sen hep burada çalışıyorsun? Ah, anladım. Also, ihr müsst euch vorstellen, von 17 bis 6 Uhr morgens. Mein Rhythmus ist ja auch kaputt so, ne? Aber das ist ja nochmal eine Hausnummer. Nereden geliyorsun? Hauptbahnhof'tan geliyorum. Hauptbahnhof. Ich habe jetzt irgendein Land erwartet, aber Hauptbahnhof'tan geliyorum. Garaj nerede ki? Garaj şimdi kilitli. Aber oraya gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Moin, kurze Sache. Haben Sie eine Sekunde Zeit? Sehen so aus, als hätten Sie, bräuchten Sie es jetzt gerade, oder? Ich sehe das in Ihrem Blick. Sagen Sie ja oder nein? Ich verhandle Ihnen einen guten Preis. Dankeschön. Adam da bir tuhaf ya. Garaj kapalı. Ama orada içine girmeyecektik. Hadi gel. Dauern. Man muss natürlich auch im Leben immer kämpfen. Bruder, ich habe gefühlt 20 Mal diese Garage erwähnt, weil sie von einer Garage geredet hat. Und jetzt bringt sie uns endlich zur Garage. Also ihr müsst wissen, sie arbeitet quasi auf der Straße. Das Ding ist, Bruder, ich habe gar nicht geplant, dass ich das Video gerade drehe. Sie hat mich wirklich angesprochen, ich schwöre. Deswegen kam mein spontanes Gedächtnis und meinte, dreh einfach ein Video. Mal gucken, was sich daraus ergibt. Ich weiß es nicht. Und die Leute denken, wir bumsen mit der, ne? Chef, ich zeige jetzt irgendeine Garage. Das Ding ist, sie hat uns auch noch drauf angesprochen mit, ey, hast du Bock mitzukommen und quasi ein bisschen GV machen. Aber das Ding ist, ich habe da gepasst. Aber... Ja, Meister. Stein haben so komische Menschen unterwegs, ne? Der eine hat sich einfach kurz was gezogen, Digga. Ich weiß auch gar nicht, wo die uns hinführt, ne? Ich sag dir ehrlich, sie ist auf jeden Fall schon ein bisschen eigenartig, ne? Wir müssen hier rüber. Burası mesela. Evet. Yani burada hep çalışıyorsunuz. Hmm. O da hep şimdi anahtar kimde var? Buranın sahibinde. Besitzer. Evet. O da biliyor ne yaptığını. Evet. O şimdi para alıyor mu sizden? Almıyor. Money açıyor o zaman. Bize bırakıyor. Size bırakıyor ama o hiçbir şey almıyor. Almıyor. Biraz şey. Yani tuhaf değil mi? Tuhaf, evet. Mesela benim şeyim olsaydı, ben size anahtarı verirdim ama prosent falan alırdım. Almıyor. Auf Arafat, weißt du? Almıyor. Du bist nur hier? Evet. Okay. Andere Frauen sind auch hier, ne? Hmm. Alle gehen hier hin. Ja. Okay. Also das ist quasi der Treff. Heftig. Acayip sinirlisin ya. Taş kullanıyorum. Taş ne demek? Stein. Taş kullanmak ne demek? Çekiyorsun. Hmm. Ne zaman başladın? 3 sene oldu. Ama niye? Bırakmayacaksın mı? Bırakmayacağım. Niye? İç seviyorum içmesini. Seviyorsun? Hmm. Ama kötü? Hastalığıma iyi geliyor. Ne hastalık var ki? Unruhu. Unruhu? Evet. Şimdi mesela bir gün çektin mi? Çekmedim. O yüzden biraz öylesin. Ha, du bist nicht beruhigt. Hmm. O yüzden öyle, weißt du? Du bist hippelig, genau, danke. Weil mir das Wort gefehlt. Bruder, die war auf jeden Fall ganz komisch, Bruder. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt anfange, so zu reden. Lass uns mal am besten die Location wechseln, Bruder. Ich will jetzt nicht vor der Garage chillen, Digga. Wir haben jetzt einmal kurz ein bisschen die Location gewechselt. Ich sag dir mal so, das war irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber es war voll so ein unangenehmes Gefühl, mit der zu reden. Vor allem auch mit meinem Türkisch, das war so unangenehm. Aber dann auch noch mit ihr über die ganzen Sachen zu reden. Sie haben mir zu Angst gemacht. Manchmal hatte ich auf Ernst ein bisschen Angst, ne? Das Ding ist, ich habe dann versucht, so ab und zu so ein bisschen auf sympathisch zu wirken, damit sie mal lächelt und so, ne? Damit ich keine Angst bekomme, so. Fass das nochmal kurz zusammen. Sie ist aus Izmir gekommen, aus der Türkei, um hier zu arbeiten. Aber natürlich nicht die normale Arbeit, also jetzt nicht an der Kasse oder so, sondern sie hat sich entschieden quasi dazu, auf der Straße zu arbeiten, hier auf dem Steindamm. Das Ding ist, beim Gespräch war sie die ganze Zeit so richtig hippelig. Man wird selber hippelig. Wir angefangen davon zu reden, dass sie hier arbeitet. Sie hat uns ja quasi am Anfang angeboten, dass wir mit ihr aufs Zimmer gehen mäßig. Ja. Beziehungsweise an die Garage, ne? Weißt du, warum sie die ganze Zeit so hippelig war? Nein. Sie meinte halt die ganze Zeit, dass sie auf Nimmt euch da kein Beispiel. Sie meinte, nee, das tut mir gut für meine Unruhe und so, dies, das beruhigt mich. Oder so beruhigt war sie gerade auch nicht. Deswegen wollte sie auch die ganze Zeit los. Sie wollte sich wahrscheinlich kurz ihre Dosis geben und dann wäre wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das war so ein komisches Gespräch, ne?